Moin Moin und willkommen zum sechsten Spieltag in der Premier League zur Partie unseres FC Fulham zu Hause gegen den FC Watford. Und damit gehen wir gleich rein, dann in die Partie und schauen, was uns dann heute hier im Craven Cottage erwartet. Und schauen dann gleich noch schnell auf die Aufstellungen beiderseits. Und dann schauen wir, gehen wir rein. Mal rein. Publikum ist da. Wir sind das offensiv schwächste Team, haben erst drei Tore geschossen. Und wir schauen weiter auf die Aufstellung hoffentlich. Da ist Mitrovic, Anguesa, Jesenu, sehe ich da. Und die Aufstellung, Jose Hollebas ist da im Fokus, der Verteidiger, bei den Gästen aus Watford. Und wir schauen, was hier passiert. Und da kann man die auch schon gucken. Christy, Nemanjian, Chambers, Bryan. Simba Anguissa, Kefir ist auf Doppel 6, davor dann Markovic, Körny und Lukman. Und vorne dann Mitrovic im 4-2-3-1 System. Und wir haben Forster im Kasten, dann haben wir Navarro, Kerkowski, Stark, Olivers, Huge, Kirpul, Dukure, Pereira, Sachs und Dini im Sturm in einem 4-4-2-System. Und damit gehen wir rein in die Partie. Anguissa, Marchard, Christy, Anguissa, Phillips, Chambers. Und der Ball ins Seitenaus da hinten gleich. Und der Ball in die Mitte, Doucouré, Doucouré, und da ist Chambers mit Christy, Le Marchand, und da ist Christy. Spielaufbau versucht, Le Marcanta, Anguissa, König, Markovic, Christy, Markovic, Lukman auf Braven, der Kastin an Ademola, Lukman, der Schlenzer abgefälscht. Keeper ist da, erster Abschluss, Forster ist da, langer Ball. Und dann ist hier der Konter. Und der Abschluss. Der Passweg ins Zentrum. Und jetzt gibt's Markovic. Und der Ball von Mitrovic nach außen für Lukman. Mitrovic passt dazwischen. Pereira. Jenny. Markovic ist dazwischen. Hollebas. Giardini. Giardini. Und der Ball ist wieder dazwischen, bleibt hier beim 0-0. Markovic, Christy, Anguissa, Körny, Phillips,
Phillips, Markovic, Kearney, Kearney legt das hier nochmal zurück, Guesa, Kelvin Phillips, der Abschluss, aber Forster ist da, keine Gefahr. Da ist dann Kabue. Zurückgelegt. Rico mit dem weiten Ball. Der Kopfball. Anguissa. Mitrovic. Markovic. Risti. Chambers. Christi. Markovic. Sambo Anguissa. Kilo Phillips. Marko Mitrovic. Mitrovic, oh, was für ein Fehler. Der Fehler, dann der weite Ball. Dann ist es gegen Lemangan. Und da ist der Kopfball geklärt. Brian Lemangan. Chambers. Christy. Markovic, nicht mit rutscht der Ball nach außen auf Markovic. Markovic. Anguissa. Phillips. Phillips. Kearney. Flanke kommt. Kopfball Luck. Mensch, aber Forster fast nicht den Ball vor der Linie, keine Gefahr. Nach einer halben Stunde. Aber Pereira, die Flanke, da ist der Kopfball. Chambers für Christy, der den Ball wieder über die rechten Seiten treiben kann. Anguissa, Philipp, Lumen, Philipps, Anguissa, Christy, geht er vorbei, bringt da die nächste gute Flanke, aber der Ball geklärt und Troidini, Anguissa, Christy, Anguissa. Ducouré, Anguissa, Kearney, Mitrovic, der Ballungszentrum findet niemanden, Gabue, Phillips ist dazwischen, Markovic, Christy, Kearney, zurückgelegt, Chambers, Christy, Kearney, Anguissa, Phillips, Kearney nach unten, Markovic, die Flanke findet in der Mitte halt niemanden. Da. Ducouré. Christy. Da ist Mitrovic, kommt nicht ran, mit Luis. Stark, Zabaro. Will use, der Ball ausgelegt, Success. Danke, kommt, da sind wir zur Stelle und der Ball ist geklärt. Und der Konter kommt nicht und der Kugel dazwischen. Und dann ist hier Pause. 0-0 zwischen Fulham und Watford. Zur Pause.
kurz vorne der NFL auf die Halbzeitstände. Brighton spielt später noch gegen Tottenham City, muss nach Cardiff, Crystal Palace gegen Newcastle, Southampton gegen Liverpool, Leicester gegen Huddersfield und Wolves müssen bei Manchester United. Und wir gehen dann rein in den zweiten Durchgang. Und die FDS wird eröffnet das Ding. Tarkowski, Dini, Doucouré, Dini, Spielberg. Noch Guesa. Oh, Wilpass. Mit Guesa, Dini, Williams. Guesa auf Körny. Grätsche dazwischen. Doucouré, Tarkowski. Dann ist der Ball ins Zentrum. Chambers, Phillips, Byram, Goodman, Byram, Satz, schon gibt den Einwurf. Brian mit dem Einwurf, Lookman, Byram. Oder ist Will Hughes abgelegt? Wir sind dazwischen, aber der Ball ist nicht gut geklärt. So, Phillips, der Abschluss von Pereira, der da knapp am langen Eck vorbeigeht. War der erste Abschluss für Watford. Ricos langer Ball. Mitrovic. Mitrovic versucht drauf zu schieben. Doucouré, Phillips dazwischen. Aber da ist der schlechte Ball, der kommt nicht an der Tasche. Pass. Und da ist Williams der Abschluss. Der ist auch knapp nebendran. Jetzt ist der erste Wechsel. Will Hughes geht raus. Und dafür kommt der nächste Byram. Flank auf Ballrikos. Da der Abwurf gleich wieder auf Byram. Der nimmt Byram mit, der Lookman, der schickt Carney. Körny zurückgelegt. Byram. Da ist Markovic. Markovic kommt nicht ganz dann zur Ablage. Der Kopfball. Markovic, der Ball abgelegt. Da ist ein Guesa, der Kopfball wird doch nochmal geklärt. Der Kopfball mit Calvin Phillips von Lookman mit Byram. Brian Christie Phillips kommt da nicht dazwischen. Und Pereira auf Dini. Der ist Pereira. Dann sagst du es und wir sind halt dazwischen. Rico mit dem weiten Ball Richtung Mitrovic, aber Tarkowski ist zur Stelle. Sama. Tarkowski. Das ist der Abschluss. Capoue, der nächste Abschluss. Pereira, Rico ist da. Gute Parade. Und er ist ein bisschen sauer, denn er merkt, dass man jetzt ein bisschen nach die ist. Sehen wir mal mit dem Eckball. Bekommt Rico
aber nicht rausgefaustet und der Kopfball geht dann über den Kasten. Also Rico ist langer Ball. Mitrovic, Philips, Lukman, Biram. Der Ballverlust. Dini, Philips, Deulefeu ist er dazwischen. Philips ist da, Lukman, Könny. Auf Lukman. Lukman. Petrovic. Philips. Lukman schickt da mal Birim auf. Birims Flanke auf den kurzen Pfosten, der Philips zurückgelegt. Nochmal abgelegt. Anguesa. Könny. Birim, Körde, Anguesa, wollte durchstecken, kommt nicht ganz ran, stark, langer Ball, Kopfball gewonnen, Lukman, Philips, Anguesa, durchgesteckt nach außen, Markovic, die Flanke auf den langen Pfosten, das ist Körde, der setzt den Kopfball über den Kasten, 78. Minute. Das war vielleicht die Riesenchance hier zur Führung. McDonald kommt wie Anguissa. Ich bringe jetzt nochmal tatsächlich Gordon für Markovic. Und dann schauen wir mal, was wir da noch haben. Doppelwechsel jetzt. Und Königs Kopf da den kann man schon mal reinsetzen. Gerne. Der Abstoß, Kopfballduell gewonnen, aber nicht wirklich da. Capoe. Navarro, langer Ball, Kopfball, wir sind da. Mitrovic. Körne. Braven. Und er ist stark. Stark. Tarkowski. Stark. Mark Lukman. Nee, doch nicht. Fehler. Capoe. Kelvin Phillips. Da. Und der Abschluss. Rico ist da. Gute Parade von ihm. 84. Minute. Eckball durch Pereira. Philips klärt per Kopf. Sema. Pereira. Rico ist da. Punkt greift zu. 85. Jetzt gibt es den nächsten Wechsel. Doucouré geht raus. Dafür kommt Tom Cleverly in die Partie. Ja, Abschluss von Rico. Biram. Philips. Lukman, Körney, Mitrovic durchgesteckt, Ademola Lukman, Ademola Lukman, der Abschluss durch die Beine, aber keine Abschluss. Guter Philips, abgelegt drüber. Wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr, gibt nochmal Eckball. Da ist der Ball geklärt, aber nicht wirklich gut geklärt. Da ist der Ball, der ist geklärt nach Spielzeit. Der Ball wird erstmal geklärt. Und der Steckpass nach außen kommt nicht gut. Nochmal geklärt.
Und nochmal, wir sind in der 93. Minuten. Jetzt gibt es hier den Einwurf nicht mehr tatsächlich. Und damit ist hier Schluss. Und am Ende steht ein 0:0 hier gegen den FC Watford. Wir holen zu Hause einen Punkt. Und wir gehen rein, schauen mal auf die Benotung. Kearney ist Man of the Match mit einer 7,6. Spielerstatistik im Prinzip ist es auch okay. Und damit gehen wir dann rein ins Menü. Und dann schauen wir gleich nochmal am Ende des Spieltags beziehungsweise dann gleich nach dem Spieltag. So, wir warten jetzt noch mal schnell hier die Nationaltraineraufwärte aus Indien kommt, die lehnen wir ab und wir gehen mal ganz kurz in die Statistik und wir gehen hier mal auf diesen Spieltag. Wir sind am 22. Da gehen wir mal rein. Fulham gegen Watford 0:0. Cardiff gewinnt 2:1 gegen Man City. Newcastle gewinnt 1:0 bei Crystal Palace. Leicester gewinnt 3:0 gegen Huddersfield. Liverpool gewinnt 3:0 gegen Southampton. Manchester United gewinnt 2:1 gegen die Wolves. Brighton and Hove verliert zu Hause 1:0 gegen Tottenham. Arsenal 2:2 gegen Everton. Und damit war das der Spieltag. Wir rutschen damit auf Tabellenplatz Nummer 18 ab. Mit 4 Punkten, also punktgleich mit dem rettenden Ufer, also alles gut. Und dann gehen wir noch rein ins Training. Und an dieser Stelle, da würde ich dann jetzt diesen Part beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten Part zum Carabao Cup, zur dritten Runde gegen Scunthorpe. Bis dahin bleibt gesund, haut rein und ciao.